Nee. Das Interessante ist ja auch, wenn du jetzt die Strümpfe anhast, gleitet das mehr. Das ist ähnlich wie dieser Einöleffekt. Ne? Du hast also hier immer einen Vorteil, dass du dadurch eine gewisse Weichheit hast, vom Empfinden her. Weil wenn du das direkt auf der Haut machst, wird durch dieses Verdrehen viel mehr Zug ausgeübt. Aber durch den Strumpfnetz gleitet das eher. Ne? So, ich nehme mit der Kegelseite ein bisschen von der Ferse über den Mittelpunkt und dann brauche ich gar nicht viel Druck. Und du merkst, es ist schon sehr intensiv. Ist aber noch verträglich. Ganz langsam. Und locker lassen. So, jetzt hier mit der Seite ein bisschen ausziehen. Die Sehnenplatte. Ist okay? Ein bisschen aufdehnen, die ganze Schächte. Hat schon geknackt, hast gemerkt, weil durch den Hebel und durch den Widerstand verschiebe ich ja auch die Gelenke und mit dem Fuß vertritt man sich öfter mal. Merkt man gar nicht, wenn man das Sprunggelenk vertreten hat. Ja, hast du auch gemerkt, ne? So, jetzt gehen wir hier in der Fenster. Außenband, ein bisschen aus. Ja. Zieh ein bisschen die Wade, ne? Interessant für den ganzen Bereich auch der Fuß- und Handrehabilitation, ne, oder an der Wirbelsäule, je nachdem. Die Geräte sind dafür partizipiert und entwickelt, dass sie sich halt in die anatomischen Strukturen des Körpers anpassen können und dass ich damit mit dem Hebel Einfluss nehmen kann. Und du merkst selber, wenn ich den Stab jetzt heiß oder kalt machen würde, dann kann ich das wie einen heißen Stein auf die applizieren. Ne? Und auch hier jetzt wieder im Zug schön gerade ausarbeiten.